gedruckt auf blauem Papier vorliegt, und zwar an den Infoständen und an den Bushaltestellen und natürlich auch an der Mahnwache in den nächsten Tagen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, täuschen und verschleiern, das waren ja auch so die Schlagwörter von Wolfgang Kühnert in seiner Rede. Das ist eigentlich auch die Umgangsform der Deutschen Bahn gegenüber Presse und Medien. Stimmen, die sich kritisch äußern, werden blockiert. Jüngstes Beispiel, die Deutsche Bahn verklagt Journalisten der Stuttgarter Presse und will Berichte unterbinden, dass der neue Bahnhof erst 2022 geöffnet wird. So viel zum Thema Transparenz und Pressefreiheitsverständnis der Bahn. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, es gibt viele Gründe zum Protestieren und ein Bestandteil unseres Protestes, und wir hatten das ja auch am Anfang der Montagsdemo auch angekündigt, vorgestern, vor 4 Jahren hatten wir die Montagsdemo. Das heißt, wir können wirklich auf eine sehr lange und sehr erfahrungsvolle, erfahrungsvollen Protest zurückblicken. Und wichtig ist, dass wir heute eben die Bürgerbegehren haben, und ich möchte nochmals darauf hinweisen, wir sammeln weiterhin Unterschriften, und die Rückmeldung ist, dass die Bürgerbegehren sehr gut verlaufen. Es werden sehr viele Unterschriften gesammelt. Weiter so. Lassen Sie uns weiterhin Unterschriften sammeln im Stadtteil, auf dem Markt oder bei den Nachbarn, dass wir die Listen in den Briefkästen einwerfen mit einem Kuvert, damit Sie das zurückschicken wollen. Also kurzum, die Aktion läuft super und ich bin zuversichtlich, dass es auf jeden Fall noch mehr wird. Darauf mal ein Hinweis zum Schluss, bitte spenden Sie. Spenden ist wichtig, damit die Montagsdemonstrationen finanziert werden können, aber auch das Bürgerbegehren. Und weitere Hinweise zum Schluss auf Veranstaltungen, da habe ich 2 Termine, einen Termin schon heute Abend, und zwar der Bahngipfel, der S-Bahn-Gipfel heute um 19 Uhr im Rathaus. Unter anderem mit dabei mit Verkehrsverbänden und Fahrgastverbänden. Ein anderer Termin ist die Friedensgala am 10. November, veranstaltet von den Anstiftern im Theaterhaus. So, jetzt kommen wir zum Ende der Kundgebung. Der Demozug beginnt hier. Der Plan für den Demozug, unsere Demo beginnt hier rechts von der Bühne in die Richtung. Wir marschieren heute über die Friedrichstraße, Bolzstraße, Schlossplatz und Marktplatz. Dort endet auch die heutige Veranstaltung und dort findet auch das offene Mikrofon statt. So, von meiner Seite wäre es das. Vielen Dank und ja, bis nächste Woche zur 196. Montagsdemo.